Der Bitcoin ist im Jahr 2023 nahezu Hand in Hand mit dem Goldpreis gelaufen. Jetzt hat er sich davon gelöst. Zudem rückt das nächste Halving-Event mit großen Schritten näher. Was haben diese beiden Entwicklungen zu bedeuten? Und ist jetzt also vielleicht genau der richtige Zeitpunkt zum Investieren? Schauen wir uns das mal an. Stellen Sie sich vor, Sie hacken Holz und Sie bekommen plötzlich beim Holzhacken nur noch halb so viel Ertrag heraus. So oder so ähnlich müssen sich Bitcoin-Miner fühlen, denn beim nächsten Halving-Event, wie auch bei den vorherigen, ist es immer so, dass für den gleichen Rechenaufwand, für die gleiche Energieleistung, die da reingesteckt werden muss, auf einmal nur noch halb so viele Bitcoins geschürft werden. Und dieses Event gab es in der Vergangenheit schon ein paar Mal. Und das ist eines der beiden Themen, auf die ich heute näher eingehen wollte. Und hier sehen Sie die aktuelle Halving-Uhr und die wettet oder prognostiziert aktuell den 17. April 2024 als nächstes Halving. Das ist noch ein halbes Jahr hin. Und da könnte man sagen, naja, warum denn ein halbes Jahr? Dann erinnere ich mich doch nochmal irgendwie in 5 Monaten. Aber es gibt bestimmte schöne Muster, wie sich der Bitcoin in den letzten 12 Jahren entwickelt hat, rund um das Halving. Und hierzu habe ich Ihnen heute mal eine Grafik mitgemacht, die genau das misst. Also das Halving-Event hier Tag 0 und mal alle möglichen Halvings zusammengenommen. Wie hat sich der Bitcoin denn so geschlagen? Und ungefähr ab einem halben Jahr davor, also knapp 130 Handelstage vorher, da hat eigentlich so ein großer Aufwärtstrend eingesetzt beim Bitcoin. Davor ging es eigentlich eher nur geradeaus. Und genau da sind wir jetzt. Also das ist jetzt so der Punkt, an dem wir jetzt stünden. Und das Ganze geht ungefähr bis ein halbes Jahr nach dem Halving. Und das ist erstmal vielleicht ein schöner Ansatzpunkt, um so zu gucken, okay, wenn Bitcoin, dann eventuell jetzt. Und nur um das mal dagegen zu halten, in den übrigen ungefähr 2,5 Jahren, wie hat sich der Bitcoin denn da entwickelt? Insgesamt ging es ja eigentlich nur nach oben, aber in diesen übrigen Phasen, zumindest wenn man von dem allerersten Halving 2011 absieht, ging es danach eigentlich überhaupt nicht mehr bergauf, sondern das waren eigentlich die unspannenden Zeiten. Und jetzt treten wir eigentlich gerade in so eine spannende Phase ein. Allein das ist vielleicht mal ein Grund, um für alle die jetzt nicht völlig abgeneigt sind oder sowieso schon investiert sind, zu überlegen, ob ja die Kryptowährungen jetzt vielleicht eine gute Asset-Klasse wären. Und es gibt einen zweiten Punkt, den ich heute mit Ihnen mal besprechen wollte zum Thema Bitcoin, nämlich, was ist es eigentlich? Also manche sehen ja im Bitcoin die nächste spekulative Asset-Klasse und er ist entsprechend zu manchen Zeiten mal ganz hoch korreliert gewesen mit dem Nasdaq-Index, also mit den US-Tech-Aktien, was so das spekulativste Asset eigentlich am Aktienmarkt ist. In diesem Jahr hat er sich allerdings ganz anders verhalten, nämlich er ist ziemlich hoch korreliert gewesen mit dem Goldpreis, hier in goldener Farbe und Bitcoin in blau. Und dieses Zusammenlaufen ist allerdings jetzt auseinandergegangen, also ist auch schon zu anderen Zeiten mal auseinandergegangen, aber hier der Goldkurs zuletzt ja deutlich korrigiert und der Bitcoin angesprungen dahingegen. Was könnte einem das sagen? Es hat schon öfter gegeben, dass es mal so Phasen des Zusammenlaufs gegeben hat und dann eine Divergenz, zum Beispiel Anfang 2019. Und in aller, nicht in aller Regel, also es kann natürlich immer sein, dass es hier wieder so ein Zurück gibt, wie zum Beispiel auch in diesem Jahr. Aber das waren oft Phasen eines Regime-Shifts, also wo man den Bitcoin auf einmal anders betrachtet hat, nicht mehr nur so als sicheres Wertaufbewahrungsmittel, sondern in dem Fall als eine Asset-Klasse, die besondere Chancen mit sich bringt. Das würde mit der These am Anfang dieses Halving-Events und dass jetzt auch intern sich einiges tut, zum Beispiel die Wale, als Wale bezeichnet man beim Bitcoin ja diejenigen Konten oder Wallets, die besonders viele Bitcoins, also mindestens 10 bis 10.000, glaube ich, Bitcoins drin liegen haben, die akkumulieren gerade auch wieder die Kryptowährung. So, und diese ganzen Indizien haben mich dazu veranlasst, Ihnen das mal hier mitzugeben und zu gucken, vielleicht ist der Bitcoin jetzt so die Asset-Klasse der Stunde,
wo man den Aktien aufgrund der schwachen Wirtschaft aktuell nicht so viel über den Weg traut. Jetzt können wir natürlich trotzdem sagen, das ist doch alles ein bisschen schwammig dafür, dass Sie hier auf diesem Kanal eigentlich sonst immer konkrete, handfeste Sachen und Strategien mitbekommen. Von daher vielleicht als Rausschmeißer der heutigen Betrachtung eine kleine Strategie, die gerade für den Bitcoin seit seiner Historie sehr gut funktioniert hat, nämlich sich einfach mal die 200-Tage-Linie herzunehmen, also good old GD200, und nur in den Bitcoin zu investieren, wenn er gerade über seine 200-Tage-Linie gestiegen ist oder wenn er darüber notiert. Das waren, sieht man hier eigentlich schon schön in der Vergangenheit, die Phasen, wo man wirklich auch die meisten Meter gemacht hat mit der Kryptowährung. Und jetzt sind wir eigentlich genau genommen dieses Jahr schon drüber, einmal kurz runtergefallen, jetzt aber weiter eigentlich über der 200-Tage-Linie. Und die letzte Grafik für heute, die zeigt Ihnen, wie sich der Bitcoin entwickelt hat, solange er über der 200-Tage-Linie notiert hat. Und da hat man sozusagen den gesamten Anstieg des Bitcoins in seiner langen nicht so langen Historie, aber immerhin doch jetzt 12 Jahre, wo man gute Daten hat, vollzogen. Und in den anderen Phasen war issig. Heißt also, in der Gesamtschau für mich im Moment die Chancen überwiegen zur aktuellen Zeit mal deutlich gegenüber den Risiken. Also vielleicht eine Asset-Klasse für Sie für das Q4. Ihre Meinung, gegenteilige Ansichten, Argumente dafür oder dagegen, ja, teilen Sie es mir gerne mit. Und da bin ich dankbar. Und ansonsten kann ich schon mal sagen, mit Blick auf die nächste Woche, den nächsten Alpha-Check gibt es am Dienstag. Auch da ist noch offen, können Sie noch abstimmen, welche Werte sollen es werden. Neue Vorschläge, auch die gerne in die Kommentare. Wenn Sie möchten, hören wir uns übermorgen wieder. Tschüss.